So, ich hoffe, es ist irgendwas Gutes. Hatte ich den schon mal? Ein Lachs. Da wird doch der Lachs in der Pfanne verrückt. Holz. Ich nehme das einfach nicht persönlich. Ich habe noch mal was zum Spenden. Spenden, spenden, spenden. Ach so, weil ich den Handschuh in der Hand halte. Okay. Das Erste. Wir schauen uns das noch mal ganz kurz an. Fische, 10% steht da. Wir haben die Frühlings-River-Fisch vollständig. Ozeanfisch fehlt uns doch übelst viel. Uns fehlt noch. Ja, wir müssen eigentlich unbedingt doch in den Teichen und im Ozean angeln. Ich denke, der eine große Fisch, der mir hier entgangen ist, wird der hier gewesen sein, der Mondfisch. Aber wir müssen noch Teiche und Ozean absammeln. Das werde ich noch machen, bevor wir uns mit dem Mining weiter beschäftigen. Wo wir das zwischendurch auch echt machen sollten. Theoretisch noch ein bisschen Zeit. Wir könnten noch mal Richtung Meer. Einfach mehr Meer. Oh Gott, ich bin schon wieder fast voll, ne? Nur gut, für ein paar Fische reicht es theoretisch. Für ein paar Fischis reicht's. Ich habe mir die Suppe nicht geholt. Ist ein bisschen ärgerlich vielleicht. Das ist ja immer so ärgerlich, ne? Okay. Auch diese großen Fische noch mal. Ein Thunfisch, aber der sah auch nicht aus, als könnte ich den donaten. Oh, jetzt hat er sich genau in dem Moment weggedreht. Übertrieben frech. Es wird ganz, 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 ganz viel geangelt. Jovi hatte ich schon. Nein. Ich kann hier nicht rauf, ne? Nee. Ah. Wie soll ich die denn alle angeln, wenn ich da gar nicht hinkomme? Wie weit kann ich eigentlich ins Tiefe? Okay, nur so weit. Nicht auf die Steine? Auch nicht. Gut, das ist ein bisschen begrenzt hier. Kann ich das resetten, wenn ich einfach raus und wieder reingehe? Müsste sich ja theoretisch resetten lassen. Bei Animal Crossing? Spawnen die ja von alleine neu. Da läufst du den dem Strom, also dem hier so hoch und runter und das war's. Oh, das ist geil. Komm ich da hin? Ich komme da nicht hin. Scheiße. Scheiße. Sagt man in so einem Let's Play nicht, aber scheiße. Kacke. Okay, das ist neu. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, dann schmeißen wir das Holz raus. Großer Vorteil, wenn ihr hier mal zu viel Stuff habt und ihr müsst was rausschmeißen, es verschwindet nicht, auch über Tage nicht. Puh. Dass ich eigentlich abgeben muss. Wir sehen es gleich.
Genau, die Sachen, die doppelt sind, die sieht man. Irgendwo an mich. Eine Kiste basteln. Muss ich nicht wegbringen? Muss ich nicht wegbringen? Muss ich auch nicht wegbringen? Kiste voll. Toll. Tolle Wurst. Was ist denn das jetzt? Was mache ich damit? Wenn es jemand haben möchte, dann weint der wieder, wenn ich es jetzt verschwenke, ne? Seaweed. Common plant. Oh, falsche Taste, verdammt. Vier Tage. Ja, das wächst auch nur im Frühling. Genau, deswegen kann ich damit hier gar nichts anfangen. Belasto Extremo. Wo waren die Pflanzen? Habe ich denn die? Als ich aber auch immer das falsche Ding anwähle, ne? Hier rein. Brauche ich eigentlich erst wieder, wenn ich meinen gehe. Ach ja. Welche Box waren die mit den Pflanzen? Ich mache das mal kurz hier rein und das auch, bis ich eine eigene Fischbox habe. Meine Stamina ist noch nicht leer. Ich will noch nicht. Ich will noch nicht schlafen, Mutti. Warte, ich habe hier doch auch einen Fluss, oder? Nee, Fluss habe ich doch schon. Ich brauche Teich und Meer. Teich und Meer, Teich und Meer. Die habe ich alle schon. Stamina noch nicht leer. Das ist alles so weit weg. Ich glaube, es macht fast mehr Sinn. Und natürlich habe ich keine Axt und nichts. Verstehe. Jetzt habe ich die Pickaxe auch weggeparkt. Ich gehe einfach ins Bett. Macht keinen Unterschied, wir starten. Oh, wartet. Nein, eine Sache gibt es noch, die ich machen kann. Ich kann meine Perks hier oben. Wir reden mal mit ihm. Bin froh davon zu hören oder zu hören, dass du dabei geholfen hast, die Reserven des Dorfes wieder aufzufüllen, Lucy. Für das Wohlergehen der anderen zu sorgen und sich darum zu kümmern, ist admirable. Das ist ein sehr schönes Wort. Ich brauche Blacksmithing jetzt. Zumindest hatte ich das die ganze Zeit vor. Woodcrafting habe ich schon. Genau, Woodcrafting habe ich. Farming hatte ich. Fishing wäre noch cool, oder? Edge of the Day. Was macht das nochmal? Manchmal einen Fisch zu fangen, gibt dir die Stamina zurück. Das ist auch ganz nice. Artefakte. Machen das jetzt. Okay. Weil wir ja gerade so viel fischen, passt das ganz gut. Ich kann noch ungefähr eine Stunde aufnehmen. Okay, 85 scheint eine Menge zu sein. Frühling ist fast vorbei. Und heute dürfen die Freitagnacht nicht verpassen. Ich glaube, es ist eigentlich egal. Bis morgen wächst doch die Erdbeere eh nicht nach, oder? Oh! Ich habe sie kaputt gemacht! Nein! Okay, wir hinterfragen das nicht. Das ist, Upsi. Gut.
auch das Ernten der Beeren. Das stellen wir jetzt alles erstmal kurz hinten an. Sagte sie und konnte dann doch nicht widerstehen. Vergesst, was ich gesagt habe, Leute. Ich bin selber mein größter Feind. Weil ich mich nie an das halte, was ich sage. Und wir haben schon wieder vergessen, hier rauf zu gucken. Den hatte ich tatsächlich schon. Hier, Saphir und so, das kann ich bestimmt alles nochmal. Ein Moongate. Moongate ist voll schön. Das ist echt schön. Das habe ich gar nicht gesehen. Du kannst hier Klamotten? Oh, egal. Currypuder. Die Blume hier kann man, glaube ich, auch nicht donaten. Nee. Aber es ist nice to see, was wir hier alles holen könnten. Vor allem, weil es doch mal Sachen außerhalb der Saison gibt. Also da... Sie will Holz. Nehmen wir. Alles so viel hätten, wie wir Holz haben. Das war verlockend, aber wir brauchen unsere Stamina für Pondfische. Pondfische, Pondfische. Ich muss weiter nach rechts. Werde ich jemals die Orientierung haben über diesen Ort? Wahrscheinlich nicht. Ich verschwende wertvolle Zeit. Bin gespannt, was es dann für Sachen in der nächsten Jahreszeit sind. Oh. Das ist gut. Den hatte ich noch nicht perfekt. Das Ding ist meine Oase einfach. Den brauche ich tatsächlich gerade nicht. Den habe ich schon. Okay, okay, okay. Ich will an die Fische daran. Ich will so sehr, ich will so gerne. Bitte, bitte. Boah. Ist wieder ein Koi. Ich brauche mehr Fischis. Geht das hier unten auch als Pond? Ich weiß es nicht. Dieser Wasserkäfer, ne? Nein! Oh, der hat beim ersten Mal angebissen. Ich weine so sehr. Da ist ein kleiner Fisch. Wo ist der Fisch? Der braucht zu lange. Ich geh mal raus und wieder rein und hoffe, dass er dann einfach respawnt. Nicht wieder beim ersten Anbeißen. Mann! Es ist eine Schildkröte, okay. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nicht zu aufgeregt sein. Ist gar
gar nicht so einfach, die Fische zu bekommen, die man noch braucht. Okay. Schon wieder eine Schildkröte. Ist keine Schildkröte, aber ich habe den schon. Das hatte ich noch nicht. Newt! Newton, da-da-da-da-da, Newton, da-da-da-da-da. Kennt ihr noch Newton? Das war so eine Kinderserie, die habe ich tatsächlich übelst gerne geguckt. Der Lurch oder Molch, der immer mit diesem Spezialfutter zu so einem großen Kumpel wurde. Hab ich den schon? Verdammt. Nein! Oh, ich bin erschöpft. Das ist so bodenlos. Komm wieder her, Fischi-Fisch. Bitte, ich habe noch nicht alle Pondfische. Warum seid ihr so grausam zu mir? Bären. Ich bin voll. Ja, scheiße. Das ist ja großartig. Ich bin voll. Okay, dann muss die Freitagnacht mitnehmen. Darf ich nicht vergessen nachher. Brokkolisuppe, oh. Jetzt laufe ich wieder im Kreis, weil ich richtig klug bin. Museum, dann wollte ich eigentlich vielleicht noch mal zum Wasser runter. Aber ich habe keinen Platz. Und ich könnte Sachen abschmeißen, das ist ja das Schöne. Nein. Donate, wir donaten. Diesen Fisch. Oh, uns fehlen immer noch 3 Pondfische, wahrscheinlich relativ kleine auch. Okay, das ist nicht gut. Ich kann die unten abwerfen, so ist es nicht. Ich kann theoretisch auch angeln. Ob ich dann entscheiden. Die aus dem Wasser zu ziehen. Also ich kann sie angeln, gucken, was es ist und dann sagen ja oder nein und dann schmeiße ich dafür was weg. Das bleibt ja über Tage bestehen. Wenn ich jetzt so eine riesen Aura, hätte ich was gesagt, sehe, kriege ich Krise. Keine riesen Silhouette. Da liegt übrigens noch mein Holz, was meine These bestärkt. Kein großer Riesenfisch. Da könnte der Anchovy sein. Das klappt nicht. Ich muss zur Freitagnacht. Sonst verpasse ich das. Da verpasse ich wieder die schönen Gespräche und das wäre schade. Ein bisschen zügig sein. Ich weiß nämlich nicht, wann die nach Hause gehen. Dass wir das dann versäumen. Ich hoffe, dass die Geschichte nicht ohne uns weitergegangen ist. Die gehen jetzt nach Hause. Okay.
Okay, sie sitzen alle noch und quatschen. Das ist gut. Als erstes will ich wissen, was die Kinder da jetzt nun ausgeheckt haben. Okay, das zweite Treffen der Dragonguard-Diebe. Du wunderst dich wohl, was der Plan ist, Lucy. Ah, ich glaube das auch. An den Freitagnächten macht Rainer Cheese, Käse und Kartoffeln lecker. Und wir alle wissen, dass Käse und Kartoffeln Mr. Baylor sehr müde macht. Lucy, du bist der Spion, also die Überwachung sozusagen. Maple ist die Ablenkung, weil Rainer dann nicht Nein sagen kann, wenn du Aufmerksamkeit möchtest. Natürlich, sagt sie. Perfekt. Und Del, du... du klaust eine große Platte mit Käse und Kartoffeln aus der Küche, während Rainer abgelenkt ist. Und Lucy, du lieferst dann Käse und Kartoffeln zu Baylor. Zusammen mit einem warmen Bier. Oh, wer will denn ein warmes Bier? Püh. Aber vielleicht meinen die damit auch lecker oder mit einem wärmenden Bier. Er wird schlafen wie ein Baby. Und dann nimmst du seine Schlüssel, Lucy, und wir werden in seinen Raum hineingucken. Hat jeder seine Rolle verstanden? Nächste Woche geht's los. Also ruh dich aus, Lucy. Okay, das ist für nächste Woche. Perfekt. Bin mittendrin, stand nur dabei. So, die spielen hier doch immer noch dieses Dungeons und Drama oder Dragons und Drama. Das war auch mal ganz toll. Okay, du kommst dann an einem Unfall vorbei. Was im Wechsel? Warte, Moment. Ach, nicht Accident, sondern Ancient. Du kommst an einem alten aldarianischen Schloss vorbei. Die Architektur erhebt sich vor dir groß und überschwänglich, bla bla. Ist da irgendwas zu tun sozusagen, zu schnappen? Nun, ich denke, der König kommt heraus und grüßt euch, aber ich schnappe mir den König. Oh, schaut euch das an. Ich habe Hyrule wahrscheinlich den Hauptpreis oder sowas. Daffodila schaut sich ein... Frosch in... Daffodila schaut zu in einer... Also ein bisschen gegruselt. Also sie findet es unheimlich, aber sie wird ihre Freunde nicht stoppen. Der Zauberer Moonsilver. Sepse King. Was heißt denn Sepse King? Jetzt muss ich das kurz googeln. Ist ja schlimm. Hier steht, dass es ein Verb ist für Abschießen. Ich weiß nicht. Bin ich jetzt dran? Ich war gerade dabei, etwas zu trinken. Snickelfritz stiehlt seine Krone und seine Schuhe. Ich bin mir sicher, es wird uns eine nette Summe von Falschgeld in diesem Spiel verschaffen. Bad Brad's Beard. Bad Brad, der bärtige Bade, fängt an, eine Ballade zu komponieren für den gefallenen König. Beginnt mit dem Vers einer von 17. Oh! Mit seinem letzten Atem belegt dich der König mit einem Fluch des Schweigens, Brett. Oha. Oh nein, das hat wirklich abknallen gemeint. Das ist wild. Das ist, ich liebe alles daran. Ulrichs 4 von einem war Anfängerglück, weil Ulrich das letzte Mal 4 gleiche auf der Hand hatte. Dieses Mal ist der Pott meins, also der Gewinn. Mir macht das nicht. Er hat uns ja immerhin eine Runde ausgegeben. Schlag mich!
Glaub nicht, dass du deine Reaktion von mir verbergen kannst, Errol. Ich kenne all deine Tricks. Das Problem von euch beiden ist, dass eure kleine Rivalität euch beide für das blind macht, was sonst noch am Tisch ist. Stimmt das nicht, Rice? I wouldn't know about that. Ich würde nichts davon wissen. Ich mag's einfach, ein bisschen zu feitschen und Kartentricks zu machen. Schaut ruhig zu. Boah, nice move, bro, by the way. Ist das ein Full House? Ist das ein Full House? Ist das cool? Ich liebe alles daran. Es ist großartig. Oh mein Gott, ich liebe die Freitagnächte. Oh, Lucy. Du hast mal wieder, du bist mal wieder genau richtig aufgetaucht. Perfekt zur Show. Juniper, ich habe dir etwas Wein als Dankeschön für das letzte Mal mitgebracht. Hier, bitteschön, es ist für dich. Oh, das ist die teuerste Flasche, die sie hinter der Bar verstecken. Das steht nicht mal auf der Karte. Oh, habe ich das nicht erwähnt? Mein Vater war sowas wie ein Sommelier. Wir haben diesen Vintage-Wein immer zum Dinner getrunken. Du hast das nicht erwähnt. Oh, wie lustig. Nun, das ist ein trockener Wein. Gereift in Eiche. Sein Geschmack ist vollmundig und lecker. Ist das geil? Und sie hat das letzte Mal sich noch über sie lustig gemacht. Ist das cool? Du wirst vielleicht ein bisschen die Süße vermissen. Ich habe nämlich gehört, du hast einen süßen Zahn. Eine von den kindischen Eigenschaften, die dich so charmant machen. Aber nur zu. Versuch ein bisschen. Oh, es ist köstlich. Danke dir so sehr. Das ist so großzügig. Oh, ich liebe die beiden. Oh mein Gott, ich würde die ja shippen, wenn ich die nicht shippen würde. Oh, gern geschehen. Das ist meine Ehre. Ich raste aus. Es ist so süß. Ich wette. Schau sie dir an, die beiden. Sie kommen so gut miteinander zurecht. Schließen Freundschaft über ein schönes Glas Wein. Darum geht's im Leben, wenn du mich fragst. Ach, wie süß. Ah! Lucy, glaubst du, Juniper würde mich auch mal kosten lassen? Würdest du sie vielleicht für mich fragen? Oh, es ist so schön. Ich liebe es. Kann ich sie fragen? Nee, ich shoppe. Ich will nicht shoppen. Ich will reden. Wir sind durch, oder? Oh, das war so schön. Kann ich jetzt eigentlich schon was kochen? Snacks kann ich kochen. Genau. Aus Beeren und diesen Dingern machst du diese Teile. Die sind nicht viel wert, aber die geben Energie. Viel mehr als die anderen. Ne, 3. Die ist 5 wert. Die ist 1 wert. 6. Ne, davon brauchst du 2. Hast du 10. So, eine von 11. Also ist immer noch mehr wert. Es gibt 3 Energie. Die gibt 1 Energie und so geben die 12. Also das macht schon Sinn. Aber meine Cooking Skills sind noch nicht gut. Und dann ist es so spät. Also ich mache das nicht jetzt. am Kartentisch geht es heute heiß zu, Lucy. Achte auf dich. Oder gib 8. Huch, nein. Gib ihr keinen Fisch. Oh, war ja, jetzt hätte ich fast einen Fisch gegeben. Tschüss, ihr Süßen. Es ist spät. Oh, das war so schön. Das war so schön. Oh nein, ich bin voll. Egal. Theoretisch könnte man ja auch voll sein. Alles ernten, einfach liegen lassen. Bis zum Game Crash kommt, wenn man das so handhabt. Ich habe wieder keine Holzkiste gemacht, ne? So, und jetzt sieht man das und ich frage mich gerade, wie es geht. Egal. Gut, für mehr ist hier einfach kein Platz. Das ist so tragisch.
Okay. Das kann ich verkaufen, das ich momentan nicht nutze.